so übel, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wo wir hin, wir müssen. Besorgt uns, besorgt ja ein Pferd. Ja, wir versuchen es. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Was ist das hier? Köhler. Schleifstein. Kampfplatz. Da sollen wir hin. Reite nach Thalberg. Ja, wo kriegen wir ein Pferd her? Gute Frage. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Inventar. Was haben wir denn da? Da haben wir ja echt nur Gulpe, oder? Also nicht zu weg hier. Wir müssen laufen. Frage ist, wo ist ein Pferd? Wo kriegen wir das Pferd her? Oh verdammt, jetzt habe ich es weggeklickt. Da ist ein Pferd. Was? Ich weiß nicht, wie man ein Schwert zieht. Boah, wie soll ich denn das machen? Wow, 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 okay. Ist ein bisschen böse. Bisschen böse. Wie soll ich gegen zwei, drei gleichzeitig? Okay, sind wir wieder hier. Geben mal Gas. Suchen wir mal. Na komm. Ah, ist wieder klar, die Ausdauer. Na komm. Wie war denn das? Wow. Verdammt. Ah. Okay, es ist böse. Wir versuchen wirklich mal das zu lassen. Irgendwie erstmal, keine Ahnung, wir müssen erstmal irgendwie wegkommen. Erstmal weg. Vielleicht können wir das ja mal so timen, dass wir jetzt nicht das Ding wegdrücken. Müsste ja gleich kommen, die Anzeige. Reiten, der Trab ist die Standardgeschwindigkeit. L und B Kanter. Aha. Okay, L und B, alles klar. BB, alles klar, in Ordnung. Okay.
Nehmen wir mal Gas. Stehen lauter Pferde rum. Oh oh. Blutung. Okay, wir müssen jemanden finden, der uns helfen kann. Lass mich hier weg irgendwie. Links. Talmberg liegt links, entlang des Baches. Okay. Dann gehen wir links. Kommt schon, Pferd. Die sind hinter uns her. Bitte sei nicht mehr so weit weg. Komm schon, komm schon. Los, 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 los. Wir müssen erstmal abhauen, entkommen. Die anderen! Sie brennt gar nichts nieder! Lauf! Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Ich folge einfach mal den Weg. Ich habe keine Ahnung, ob wir richtig sind. Ja, ja. Hör auf zu. Er hat keine Dingsbums mehr. Wir können mal kurz gucken. Da unten ist es. Okay, gibt Gas. Hallo. Eieieiei. Die sind hinter uns her. Oh. Wow. Okay. Alter, was ist los? Ist böse? Ernsthaft? Muss ich jetzt wieder von da aus anfangen? Tatsächlich. Ist nicht gut. Haben wir irgendetwas? Okay, alles klar. Suchen mal. Also, es ist schon tricky. Ganz ehrlich. Es ist tricky. Nicht so ganz einfach, wie mir scheint. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Oder? Wer lacht? So, LB, Kanter kombiniert, eine Höhe, LBB beim Galopp läuft das Pferd am schnellsten, verbraucht aber am meisten Ausdauer. Wenn du mit Zügel schleifen lässt. Kantere einfach und steuer nicht. Okay. Alles klar, Galopp mit Doppel-B. Weiß nicht, ob das Pferd auch das Richtige ist. Wir nehmen es einfach mal. Ich nehme jetzt mal das Pferd.
versuchen uns mal zu entkommen. Vielleicht schaffen wir es, ja. Es widerstrebt mir zwar, die Kutsche da zurückzulassen, aber im Kampf kommen wir nicht gegen an. Okay. Versuchen wir unser Glück nochmal. Komm schon. Los. Wir müssen Vollgas geben. Eieieiei, es gefällt mir nicht. Ich hoffe, wir packen es irgendwie. Links. Thalmberg liegt links, entlang des Baches. Danke für die Info. Wir waren ja zumindest schon mal auf dem richtigen Weg. Lauf! Okay, jetzt. Wurden wir getroffen. Hit! Sie werden euch umbringen! Wir können nicht stehen bleiben. Großartig. Die Zeit haben wir nicht, wie es aussieht. Das arme Pferd. Auch wenn das Packen war, die sind hinter uns. Bitte sei nicht mehr so weit weg. Viel Power haben wir nicht mehr. Komm, weg, weg, weg aus dem Weg. Bluten tun wir. Unser Gaul hat auch keine Power mehr. Ja, nochmal Gas geben. Sie brennt gar nichts nieder. Komm schon. Komm schon. Sei bitte nicht mehr so weit weg. Das wäre nämlich toll. Alle sind hinter uns her. Oh, oh. Hilfe! Helft mir doch! Hilfe! Beeilung! Bewegt eure Ärsche her! Legt an! Und Feuer! Hand hoch! Fuß und Kinder! Seht mal, wir ziehen den Schwanz ein! Verpisst euch, ihr dreckigen Hunde! Schnell, wir schließen das Tor. Wow, wir haben es geschafft. Gib ihm doch jemand zu trinken. Und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Garlitz. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern.
Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Autsch. Au, 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 au. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du schaffst es, mit Herrn Devish zu sprechen? Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlets. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlets komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlets ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Roberts. Mit unserer kleinen Garnison können wir ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Okay. Quest erfolgreich geschafft, das ist nicht schlecht. Sprich mit Herrn Robert. Dann machen wir das doch mal. Ah, wir haben unser Bett entdeckt, das ist gut. Bäcker. Sieht aus, als ob wir wieder fit sein, einigermaßen. Bist du der Sache mit den Grenzstreitigkeiten nachgegangen? Das bin ich, Herr. Und mir scheint, Straka ist im Recht. Hm. Ich kann Straka auch nicht leiden, Herr. In diesem Fall scheint es mir aber ratsam, zu seinen Gunsten zu befinden. Ich werde es erwägen. Sonst noch etwas? Wir müssen die Nordspitze des Waldes roden. Doch zuvor muss ich dort alles inspizieren. Sehr gut. Wenn das erledigt ist, kommst du zu mir und wir besprechen alles. Ach, ja, Gott, tut mir der Magen weh. Okay, wir gucken mal. Da sind wir jetzt. Wir hätten hier was zu tun. Das ist der Schnellreisepunkt, soweit ich es weiß. Aktivitätengeber. Aha, okay. Sehr schön. Hey, was treibst du da? Verschwinde auf der Stelle oder ich werf dich hinaus. Ist ja gut. Wir wollen mal gucken, was wir jetzt hier haben. Wir könnten ein Brot essen.
dann wieder ein bisschen Power bekommen. Hauptstufe 2, da unten hätten wir auch noch ein bisschen was. Ich bin nur ein bisschen überfordert, was die ganzen, betrifft. Ich werde mal ein bisschen unsere Sattheit hochpushen. Schaden tut's nicht. Wir haben ja genug Äpfel dabei. Hm? So. Wir gucken mal. Minderwertiger Pfeil. Rüstung. Da haben wir echt nur Gulpe. Zurzeit. Nahrung. Engelblumenaufguss. Was konnte er denn nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Guck mal. Heilt binnen einer Minute leichte Wunden oder die Auswirkungen eines Katers. Ah, in Ordnung. Ach Quatsch, das war ja Blödsinn. Hörst du mich? Wer bist du denn? Ne, stehlen wollen wir nicht. Stehlen wollen wir nicht. Oh, was haben wir denn hier? Welchen Teil davon begreifst du nicht? Immer ganz kurz. Questgegenstände. Sonstiges. Groschen. Türschlüssel verbannt. Hauptstufe 1. Stärke 1. Können wir hier irgendwie was setzen? Ich weiß gerade nicht, wie wir leveln können. Minimale Stufe 4. Vitalität. Stufe 2. Agilität. Da müssen wir ein bisschen stärker werden, habe ich das Gefühl. Bollwerk. Gegnerische Angriffe blocken kostet dich 30% weniger Ausdauer. Huckepack. Fest im Griff. Verdammt, wir müssen... Wir können, glaube ich...